Nächste Frage hat der Reitschuster. Herr Seibert hat danach auch noch eine Ankündigung. Bitte schön, fangen wir mit dem Auswärtigen Amt an. Jetzt einmal Hand aufs Herz. Was glauben Sie? Wie viele Corona-Patienten waren 2020 im großen Corona-Jahr in den deutschen Krankenhäusern? Man würde ja als unverdächtiger Beobachter annehmen, das muss ein sehr großer Anteil gewesen sein, weil ja immer wieder die Rede war von einer drohenden Überlastung. Und diese drohende Überlastung war ja die Begründung für den Lockdown und die ganzen Corona-Maßnahmen. Nun, um das zu zählen, muss man auf Verweildauertage zurückgreifen. Das ist ein bürokratisch klingender Begriff. Und es gibt eine sehr unverdächtige Quelle, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Und das hat im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erforscht, wie hoch der jeweilige Anteil der Verweildauertagen im Corona-Jahr 2020 waren. Und was schätzen Sie, wie viel Prozent der Verweildauertage gingen auf die Corona-Patienten zurück? 1,93 Millionen von 101,02 Millionen Verweildauertagen und das sind 1,9%, also knapp unter 2%. Das hat der Arzt Gunter Frank herausgefunden, der für die Axe schreibt und er spricht von einer Skandalzahl und er sagt, und die sollen die Krankenhäuser an den Rande der Belastung gebracht haben. Jedes Jahr werden Patienten mit infektiösen Atemwegserkrankungen in dieser Größenordnung stationär behandelt. Selbst in der zweiten Dezemberhälfte, als der Anteil der Corona-Patienten am größten waren, waren es nur knapp 5% aller Betten, so Frank unter Berufung auf dieses Gutachten. Sein Fazit: Dieses Gutachten beendet das Märchen von der außergewöhnlichen Corona-Pandemie in Deutschland mit Pauken und Trompeten. Das schreibt Gunter Frank, Arzt, auf der Achse. Das als Hinweis für die Zensoren bei YouTube. Und naiv wie ich bin, dachte ich, wenn jetzt so etwas herauskommt, wenn das das Gesundheitsministerium selber veröffentlicht, auf der eigenen Seite als Gutachten, das muss groß in den Medien diskutiert werden, großes Thema für und wider Regierung unter großem Rechtfertigungsdruck. Und ich habe das nicht gesehen. Und darum habe ich heute auf der Bundespressekonferenz nachgefragt. Sehen Sie sich die Szene an. Dann habe ich eine Frage von Herrn Reitschuster an das Bundesgesundheitsministerium. Laut einem Gutachten des Leibniz-Institutes für Wirtschaftsforschung, die das BMG selbst beauftragte, betrug der Anteil von Patiententagen mit der Diagnose Covid-19 in den Krankenhäusern 2020 1,9%. Laut Bundesregierung waren die Krankenhäuser am Rande der Überlastung durch Covid-19. Wie passt das zusammen? Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang diese Zahlen jetzt genannt werden und ob sie auch in einem solchen Zusammenhang stehen. Von daher müsste ich das tatsächlich nachreichen. Ja, und das war es. Die Nachreichung ist auch am späten Montagabend noch nicht da, obwohl die Bundespressekonferenz am Mittag war. Und es gab auch keinerlei weitere Nachfragen auf der Bundespressekonferenz zu diesem Thema. Null, nichts, niente. Bemerkenswert. Ein weiteres Thema, das ich heute ansprach, wo es leider auch keine Nachfragen gab, war die Aussage von Funktionären der Kassenärztlichen Vereinigung, die sagten, man müsse die Corona-Maßnahmen beenden. In meinen Augen sehr gewichtig, so ein Wort von diesen Fachleuten, die an vorderster Front sind. Dazu hat Herr Seibert ausführlich geantwortet, aber auch an der Frage vorbei. Schauen Sie sich das an. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster an Herrn Seibert. Die Kassenärzte fordern jetzt ebenso wie Heiko Maas früher schon mal eine Beendigung der Corona-Maßnahmen, weil jeder ein Impfangebot hatte. Sind Gespräche mit den Kassenärzten zu diesem Thema geplant? Ja, einen Teil meiner Antwort habe ich, denke ich, schon gegeben. Ich will es noch mal andersrum aufzäumen. Also wir sehen eine Entwicklung in den letzten Tagen, über die wir durchaus froh sein können. Also Inzidenzen, die in den vergangenen Tagen stagnieren, zum Teil auch zurückgehen. Wir sehen, dass die Hospitalisierungsrate gesunken ist. Der R-Wert, also die Quote der Ansteckung pro Infiziertem, ist gesunken, die 7-Tage-Inzidenz. Und bei der Belegung der Intensivbetten sind wir derzeit in einer Stagnationsphase, wenn ich das richtig sehe. Das ist eine ganz gute Entwicklung. Wir haben also eine
gute Entwicklung und trotzdem legen wir das Grundgesetz weiter auf Eis. Trotzdem sind die Grundrechte, die laut Grundgesetz unveräußerlich sind, heute daran gebunden, ob man geimpft ist, genesen oder nicht. Und selbst Geimpfte haben nicht alle Grundrechte, obwohl die Lage sich ganz gut entwickelt. Bemerkenswert. Sollte man das Grundgesetz vielleicht gar nicht mehr richtig in Kraft setzen, weil es kann sich ja immer etwas schlecht entwickeln, wer weiß. Und die zeigt, die ergriffenen Maßnahmen wirken. Die 3G-Regeln haben zu diesem Erfolg beigetragen. Ja, dass diese Maßnahmen wirken, dafür gibt es in meinen Augen keinen einzigen wirklich belastbaren Beweis. Es kann auch eine Koinzidenz sein. Diese Kausalität ist nicht bewiesen. Die Bundesregierung wurde wiederholt aufgefordert, zu belegen, wie sie das festmacht. Und sie belegt es nicht. Können Sie auch nachschauen mit alten Wortwechseln in der Bundespressekonferenz. Aber das ist keine Entwicklung, von der aus wir sagen können, jetzt ist es sicher, dass der Herbst oder der Winter gut wird. Eine Gewissheit für den Winter lässt sich daraus noch nicht ablesen. Mit anderen Worten, Grundrechte gibt es erst wieder für alle, wenn wir eine Gewissheit haben. Und wann hat man schon eine Gewissheit? Ich habe auf die Zahl der Ungeimpften hingewiesen. Das sind noch deutlich zu viele. Ich kann auf die großen regionalen Unterschiede hinweisen, die zwischen dem Nordosten und dem Nordwesten unseres Landes und dem Südosten 20 Prozentpunkte in der Impfquote ausmachen. Das heißt, wir haben noch viel, wir haben noch einigen Weg. Quote ausmachen. Das heißt, wir haben noch viel, wir haben noch einigen Weg. Und insofern ist es, glaube ich, richtig, heute nicht einen Stichtag zu nennen, an dem alle Maßnahmen fallen werden, und daran zu erinnern, dass ja schon jetzt Genesene, Geimpfte, Getestete vielfältige Möglichkeiten haben, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Kein Mensch kann was für seine Assoziationen, die können politisch inkorrekt sein. Und meine erste Assoziation in diesem Moment war ja, das klingt wie bei einem Gefängnisdirektor. Also die Resozialisierung, es gibt ja Schritte zur Resozialisierung, Möglichkeiten wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, gnädig gewährt von der Regierung. Das sind Grundrechte, nichts, was die Regierung gnädig gewähren kann. Und außerdem werden die Ungeimpften auch dabei massiv diskriminiert. Das wird hier auch nicht erwähnt. Hier wird so getan, als hätten alle die gleichen Rechte. Wir sind ja heute in einer ganz anderen Situation, als wir es vor einigen Monaten waren. Gott sei Dank, man kann wieder Konzerte besuchen und Museen und ins Stadion gehen und ins Restaurant. Und der Präsenzunterricht ist heute an den Schulen wieder die Regel. Und so soll es bleiben. Also wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt aus heutiger Sicht nicht die Grundlage, um zu sagen, der Tag X ist der Tag, an dem alle Beschränkungen fallen. Es gibt vielmehr guten Grund, die grundsätzlichen Maßnahmen, die AH+L-Regeln, Maskenpflicht, Hygieneregeln weiter gelten zu lassen. Aber zum einen ging es gar nicht um einen Stichtag. Der Vizechef der Kassenärztlichen Vereinigung hat gesagt, ab dem Moment, ab dem alle ein Impfangebot hatten, und das war bereits der Fall, das sagte auch Heiko Maas. Und zweitens war meine Frage, ob man sich mit diesen Ärzten treffen will. Die Bundeskanzlerin trifft sich ja offenbar vorwiegend und fast ausschließlich mit Vertretern eines harten Kurses. Und die Frage, ob sie sich jetzt auch mit den Kassenärzten nach dieser Forderung treffen, wird die Lisa Seibert unbeantwortet. Bei meiner dritten Frage ging es dann um die sogenannten Booster-Impfungen, also die Drittimpfungen bzw. Auffrischimpfungen. Dann habe ich eine Frage online von Herrn Reitschuster an das Bundesgesundheitsministerium. Eine dritte Impfung, der sogenannte Booster mit BioNTech/Pfizer, sei nur für Menschen ab dem 65. Lebensjahr und Risikogruppen sinnvoll, meint ein Expertengremium und US-Arzneimittelbehörde FDA. Kennt die Bundesregierung diese Einschätzung und wie steht sie dazu? Also es gibt ja durchaus von uns Empfehlungen, wie mit solchen Boosterimpfungen umzugehen ist. Wir haben diese Empfehlungen tatsächlich auch ausgesprochen, dass eben Hochbetagte eine solche Boosterimpfung bekommen und Menschen, die zuvor einen Vektorimpfstoff erhalten haben. Und daran halten wir weiterhin fest. Erstmal das Positive. Hier wird wenigstens versucht zu antworten und man sagt nicht einfach, dass man nicht antwortet. Das ist schon mal erfreulich. Weil es nicht erfreulich ist, dass sowas schon erfreulich ist. Andererseits hätte ich mir hier viel mehr gewünscht, denn Herr Wieler, der Chef des RKI, hat ja zum Beispiel selber gesagt, dass es gut möglich ist, dass man Auffrischungsimpfungen generell brauchen wird. Also von daher mir zu mager diese Antwort. Gibt es noch weitere Fragen zu Corona? Sonst hätte ich noch eine online. Hoffmann zuerst. Bitte schön.
Ich hätte noch mal ein Zitat des Ministers mitgebracht. Und zwar hat er von der Impfung von Kindern gesprochen im ersten Quartal 2022. Mhm. Wie passt das dann mit der Aussage von BioNTech zusammen, die den Antrag noch im September stellen wollen? Also warum dauert das jetzt plötzlich so lange? Und welche Kinder meint er eigentlich? Meint er 5 bis 12 oder 6 Monate bis 12? Also grundsätzlich dann halt eben je nach Zulassung, also wie dieser Impfstoff dann entsprechend zugelassen ist. Und da gilt natürlich das Gleiche, was für die anderen Impfstoffe auch in der Zulassung galt. Das wäre dann auch geklärt. Weiter ging es auch noch um die Impfwoche. Frau Hofmann-Heil. Entschuldigung, eine hätte ich noch. Zur Bilanzimpfaktionswoche. Können Sie dazu was sagen, wenn man die Zahlen sieht? Der Minister sprach von 500.000. Das ist, glaube ich, pro Woche Standard gewesen. Vielleicht darf ich auch was dazu sagen. Bitte schön. Also, Sie sprechen auf das Zitat von Bundesgesundheitsminister Spahn an, 500.000. Und das ist tatsächlich, weil es sich um 500.000 Erstimpfungen handelt, etwas darüber sogar, eine Zahl, die uns durchaus froh macht. Das sind Menschen, die man mit diesen zahlreichen, unkonventionellen, bequemen Aktionen erreicht hat. Und das ist viel wert, wenn man davon ausgeht, dass jede Impfung mehr uns ein Stück sicherer für den Herbst und Winter macht. Ja, interessant. Parallel zum Schneiden hier habe ich einen Artikel gefunden bei Focus Online, in der Virologe Kekulé, der ja sonst sehr regierungsnah ist, sagt, die Impfwoche war ein Schlag ins Wasser. Das liegt vor allem am mangelnden Vertrauen in die Verantwortlichen. Es sei daher dringend Zeit, Fehler nicht mehr als Erfolge zu verkaufen. Und genau das macht Herr Seibert hier. Und genau das ist einer der Gründe laut Kekulé, warum es fehlendes Vertrauen gibt. Also hier laut Kekulé ein Teufelskreislauf. Eine Nachfrage, aber Sie sind nicht enttäuscht, dass es weniger sind als sonst pro Woche? Oder beziehungsweise eine relativ gleichbleibende Zahl als sonst? Also nach meinen Informationen ist 500.000 Erstimpfungen ein gutes Ergebnis. Und ansonsten ist es ja klar, dass je länger man in der Impfaktion schon unterwegs ist, die Zahl derjenigen, die noch erreicht werden können, immer ein bisschen kleiner wird. Wenn man also eine solche Zahl erreicht, ist das schon sehr gut. Trotzdem, niemand wird zufrieden sein mit den jetzt erreichten Impfquoten. Wir wünschen uns mehr Impfungen, ganz besonders auch bei den über 60-Jährigen, wo es wirklich keine zufriedenstellende Nachricht ist, dass bei den über 60-Jährigen noch mehr als 4 Millionen Menschen ungeimpft sind. Das sind Menschen, für die die Delta-Variante eine reale Gefahr darstellt. Und wenn man auf die Intensivstationen und in die Krankenhäuser schaut, dann sieht man, dass die ganz überwiegende Zahl, der erdrückend hohe Prozentsatz derjenigen, die mit Corona im Krankenhaus oder gar auf der Intensivstation ungeimpfte Menschen sind. Und hier wieder erneut die Irreführung der Zuschauer zum wiederholten Mal. Ich habe schon viel darüber geschrieben. Die Bundesregierung sagt nicht, ob die mit oder wegen Corona da sind, wie sich das verhält. Und die Geimpften werden nicht getestet. Also unglaublich in meinen Augen, wie hier dreist die Bürger in die Irre geführt werden. Ergänzung, Herr Gülle? Ja, dem würde ich mich komplett anschließen. Dann ging es noch darum, ob Antikörpernachweise nicht doch als Nachweis für eine Erkrankung anerkannt werden können. Leider aber keine gute Nachricht für die Betroffenen. Ja, es geht um eine Aussage des Ministers in der Bild-Zeitung von Samstag. Dort hat er gesagt, die Anerkennung von Antikörpertests als Immunitätsnachweise in der Planung sind, aber in Verbindung mit einer Impfung. Meine Frage geht dahingehend, wann werden Antikörper als Immunitätsnachweis anerkannt? Vor allen Dingen, es gibt ja Leute, die sind nach dem Ablauf der 6 Monate immer noch in einem hohen Antikörperstatus. Die immun sind, Anfang des Jahres sind Leute nicht getestet worden, weil die Laborkapazität nach sind, die haben gar keinen Nachweis. Wie will man damit umgehen? Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, hat sich ja der Minister dazu in der Bild-Zeitung geäußert. Künftig gilt dann halt eben, wer bereits mit Corona infiziert war, braucht nach der Empfehlung der STIKO nur noch eine Impfdosis. Zum Nachweis darüber, ob dass nur eine Impfung notwendig ist, reicht künftig der Nachweis über die Antikörper im Blut.
Was den genesenen Status anbelangt, da ist es ja nach wie vor so, dass ein Antikörpertest zwar nachweisen kann, dass Sie bereits mit Corona infiziert waren, aber eben nicht wann. Und von daher gilt nach wie vor halt für diesen Nachweis des genesenen Status der PCR-Test. Auch hier geht die Antwort wieder an der Frage vorbei. Es wurde ja explizit gefragt, was ist mit denen, die viele Antikörper haben. Und wenn man da in die bürokratische Pose dann sich hinstellt und sagt, das ist egal, es geht darum, wann das war, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Was ist der Sinn, wenn jemand mit vielen Antikörpern dann nicht wie ein Genesener behandelt wird, nur weil er über die 6 Monate hinaus ist? Fragen Sie mich nicht, was der Sinn ist, bitte. Eine Nachfrage bitte. Also es ist nicht daran gedacht, Antikörpertests alleine als Immunitätsnachweis anzuerkennen. Genau, das ist richtig. Der Antikörpernachweis mit in Verbindung mit einer Erstimpfung wird als vollständige Impfserie anerkannt. Aber für den Nachweis des genesenen Status gilt nach wie vor der PCR-Test. Antikörper sind also nicht ausreichend. Hier wäre schön gewesen, wenn man erklärt hätte, warum. Leider kam diese Erklärung nicht und es kam leider auch keine Nachfrage. Die sehr kritische mit dieser Frage Journalistin hatte ja keine Möglichkeit mehr nachzufragen, weil ihre erste Nachfrage erschöpft war. Das war's zum Thema Corona. Über die restliche Bundespressekonferenz hier nur ein paar kurze Sätze und Ausschnitte, weil Sie können sich die gesamte Veranstaltung auf dem Kanal reitschusterlehrzeichen.de ansehen. Interessant zum Beispiel, wie Journalisten selber Themen und Agenda setzen. Hier ein kurzes Beispiel. Man hat am Freitag bekannt gegeben, dass der letzte Drohnenangriff der Amerikaner vor dem Abzug aus Kabul ein tragischer Fehler, Zitat Pentagon, gewesen ist, der mindestens 10 Zivilisten getötet hatte. Sie hatten am 1. September, als wir nachgefragt haben, darüber noch keine Erkenntnisse. Jetzt hat das Pentagon selbst eingeräumt, dass es ein Drohnenangriff war. Und er kann ja auch nur über Ramstein als Relaisstation geflogen worden sein. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung? Wie bewerten Sie diese Fehlereinräumung des Pentagon? Ich glaube, die Aussagen aus den USA dazu, wie man dort diesen Angriff bewertet, die stehen für sich. Das nehmen wir zur Kenntnis. Und was sonstige Fragen betrifft, habe ich Ihnen auch heute keine eigenen Erkenntnisse der Bundesregierung hier mitzuteilen. Hat die Bundesregierung über den völkerrechtlichen Status dieses Drohnenangriffs informiert, wozu Sie ja verpflichtet sind? Ja, hier habe ich ein Déjà-vu, so als ob ich diese Frage vom Kollegen Jung schon wiederholt gehört habe. Aber vielleicht täuscht mich auch die Erinnerung. Also wir stehen mit den amerikanischen Partnern, wie Sie wissen, in einem regelmäßigen engem Austausch. Aber ich kann Ihnen, was diesen konkreten Angriff betrifft, hier keine Erkenntnisse mitteilen. Weiter ging es natürlich wieder um die Ortskräfte, wie in jeder Bundespressekonferenz seit langer Zeit. Das können Sie sich in der Vollversion ansehen. Herr Kollatz, wo es gerade auch um die Ortskräfte in anderen Einsatzgebieten geht. Wie viele Ortskräfte sind dann aktuell in Mali beschäftigt? Wie viele waren es insgesamt schon? Und können Sie uns vielleicht auch die Gesamtzahl aller Ortskräfte der Bundeswehr weltweit sagen? Dazu kann ich derzeit keine Angaben machen. Ich würde es nachliefern, falls die Zahlen erhoben wurden. Entschuldigung, wieder ein Schnittfehler, wieder war ich unkonzentriert. Die Ortskräfte aus Mali sollten hier nicht rein, zumal wir auch nicht die Ortskräfte aus Afghanistan hier in der Kurzfassung haben. Sorry, mea culpa. Dafür jetzt noch kurz meine Frage zum Thema Facebook. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster aus einem anderen Komplex, an Herrn Seibert bzw. das Justizministerium. Auf seine Frage zur Einschränkung der Meinungsfreiheit durch Facebook sagte die Regierung letztlich, wahrscheinlich letzte Woche, sie werde gegebenenfalls etwas nachreichen. Zwischenzeitlich wurden noch 150 Gruppen und Foren durch Corona-Maßnahmen-Gegner dort gelöscht. Hat die Bundesregierung jetzt etwas nachzureichen? Also ich sehe nicht die Notwendigkeit, jetzt hier für diesen Vorgang eine Bewertung vorzunehmen, auf welcher Grundlage Facebook einen Kanal oder Kanäle vorübergehend oder dauerhaft sperrt oder Inhalte löscht. Herr Reitschuster muss das dann bei Facebook erfragen und man kann es auch nachlesen in der von Facebook veröffentlichten Erklärung.
Grundsätzlich gilt die Presse- und Meinungsfreiheit, das ist eine Grundüberzeugung dieser Bundesregierung, ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. Und dazu haben wir uns oft hier schon auch geäußert. Die Anbieter sozialer Medien geben sich selber Regeln, sogenannte Community-Richtlinien, für ihre Veröffentlichungen. Und es gibt ein Bundesgerichtshofurteil vom Juni dieses Jahres, das in dem näher dargelegt wird, dass ein soziales Netzwerk grundsätzlich berechtigt ist, den Nutzern dieses Netzwerks die Einhaltung bestimmter Kommunikationsstandards vorzugeben, die über die strafrechtlichen Bedingungen oder strafrechtlichen Vorgaben hinausgehen. So, ich kann also nur Herrn Reitschuster an Facebook verweisen. Soziale Netzwerke wie Facebook dürfen sich das Recht vorbehalten, bei Verstoß gegen ihre Kommunikationsstandards Beiträge zu entfernen oder auch ein Nutzerkonto zu sperren. Aber daran müssen Bedingungen geknüpft werden. Vor allem muss das Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit der Nutzer und Nutzerinnen und das Gebot der Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Ob das in diesem Fall vorliegt, ist nicht Sache der Bundesregierung zu beurteilen oder zu entscheiden. Das betrifft das Verhältnis zwischen dem jeweiligen Nutzer und dem Plattformbetreiber. Betroffene können rechtliche Schritte gegen die Löschung ergreifen. Und das ist ja auch, da gab es ja auch schon eine ganze Reihe von Einzelfallentscheidungen bei den Gerichten. In meinen Augen haben wir es hier mit Zensur im Outsourcing zu tun. Facebook tut das, was sich die Regierung wünscht, was sie mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja auch angeregt hat. Und sie wäscht dann ihre Hände in Unschuld und sagt, uns geht es ja um die Meinungsfreiheit. Zensieren tun andere. Besonders interessant, dass Facebook ja ein Urteil des Bundesgerichtshofs ignoriert, demnach es Nutzer vor dem Sperren benachrichtigen muss. Das hatte ich auch schon wiederholt gefragt. Hier wurde darauf auch wieder nicht eingegangen. Und auch die Nachreichung dazu, die mir versprochen wurde, die gab es nicht. Ergänzung habe ich dazu nicht. Danke. Und auch von den Kollegen wurde das Thema nicht aufgegriffen. Herr Jung, dazu? Nun zum Thema Facebook. Herr Sabat, vor ein paar Monaten hatte der Bundesdatenschutzbeauftragte die Bundesregierung, die Ministerien und auch Sie als Leiter des Bundespresseamtes aufgefordert, die Facebook-Seiten zu löschen aufgrund der Datenschutzprobleme mit Facebook. Warum sind Sie dem nicht nachgekommen? Die Antwort interessiert, finden Sie diese auf reitschusterleerzeichen.de in der Gesamtversion. Weiter ging es dann noch um den Hungerstreik von jungen Klimaaktivisten, die jetzt damit drohen, auch keine Getränke, flüssige Nahrung mehr zu sich zu nehmen. Und da sagte die Bundesregierung, dass sie sich Sorgen mache und dafür Verständnis habe. Schauen Sie sich diese Fragen und kurze Szenen von den Antworten an. Dann habe ich eine Frage von Herrn Rinke online zum Klimastreik und beziehungsweise Hungerstreik von jungen Aktivisten an den Regierungssprecher. Die Aktivisten drohen jetzt bei dem Hungerstreik auch das Trinken einzustellen, wenn es kein Treffen mit den Kanzlerkandidaten gibt, Kandidatin gibt. Was sagt die Bundesregierung dazu, Herr Sabat? Ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe, als einer der Aktivisten in der vergangenen Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Solche gesundheitsgefährdenden Aktionen wie dieser Hungerstreik, wie die Androhung, nichts mehr zu trinken, müssen einem doch Sorgen bereiten um die beteiligten jungen Menschen. Und die politische Debatte um den Klimaschutz ist so immens wichtig. Trotzdem sollte sie geführt werden, ohne dass sich eine Seite dabei selbst gefährdet. Und deswegen hoffe ich, dass es sozusagen zum Äußersten dieser Ankündigungen nicht kommen wird. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Frau Buschow. Ja, ich würde jetzt gerne dazu nachfragen, Herr Seibert, weil Sie gesagt haben, man muss Sorge dazu haben und Sie hoffen, dass es dazu nicht kommt. Die Bedingungen, sagen ja die Hungerstreikenden, dass es dazu nicht kommt, ist, dass es dieses öffentliche Gespräch gibt. Früher nannte man sowas Erpressung. Heißt das, die Kanzlerin empfiehlt, dass das stattfindet? Also die Forderungen, wenn man es so nennen will, der Hungerstreikenden richten sich ja an die drei Kanzlerkandidaten. Und nicht an die Bundeskanzlerin. Und ich
habe hier keine Empfehlungen auszusprechen, aber aus rein menschlichen Gründen hat man doch Sorge auszudrücken. Ich denke, dass man sich darauf einigen kann, dass man nicht möchte, dass jemandem aus Sorge um das Klima dort jetzt etwas gesundheitlich sehr Schwieriges widerfährt. Aber man könnte sich ja vielleicht auch mal fragen, inwieweit eine gewisse Hysterisierung in der Debatte eine Rolle spielt. So sagte zum Beispiel Frau Baerbock im Triell gestern, dass der Meeresspiegel bis 2100 um 7 Meter ansteigen werde. Eine völlig hanebüchene und durch nichts, überhaupt nichts gedeckte Aussage. Wenn man da keinen Zusammenhang sieht, keinen möglichen Zusammenhang, dann muss man sehr blind sein. Und dass sich jemand in eine hochriskante gesundheitliche Situation bringt. Das Thema ist, ich habe es neulich gesagt, das zentrale Thema unserer Zeit und wird das zentrale Thema der nächsten Jahrzehnte bleiben. Und dazu sind immer wieder Begegnungen miteinander, auch gerade wenn die Teilnehmer an solchen Begegnungen sehr unterschiedliche Positionen haben, notwendig. Und sie werden ja auch gesucht. Ich kann jetzt trotzdem solchen gesundheitsgefährdenden Aktionen mit nichts anderem als mit Sorge begegnen. Das ist doch sehr entlarvend, weil die Politik, wenn sie erpresst wird, da durchaus auch mit etwas anderem als mit Sorge reagieren sollte. Auch wenn sie erpresst wird, damit dass jemand sich selbst schädigt. Hey, da die Zelte der Hungerstreikenden auf dem Kanzleramt zu sehen sind, hat sich die Kanzlerin denn mal angeboten, selber vorbeizuschauen, um vielleicht ein bisschen zu schlichten? Ich habe Ihnen dazu jetzt nicht mehr zu sagen. Ja, und mir fehlen an diesem Punkt auch die Worte. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, schauen Sie auch auf dem Unterstützerkanal reitschuster-leerzeichen.de mit rein. Ganz vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Unterstützung es ermöglichen, dass ich diese Aufnahmen aufkaufen kann und zur Verfügung stellen kann. Meine persönliche Meinung ist, dass Sie damit Ihre Unterstützung mehr bewegen als mit den GZ-Gebühren, aber das ist subjektiv und nicht sachlich, wie das neu heißen würde, das dürfte man wahrscheinlich gar nicht sagen. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Dann hat der Junge die Frage, nächste Frage ist am anderen Kompromiss. Ich habe nochmal eine Frage ans Bundesfinanzministerium. Und da ich über die üblichen Fehler hinaus keine gemacht habe, die so gravierend gewesen wären, dass sie für ein Backstage ausreichen würden, als Ersatz, als Backstage heute eine Frage von dem Kollegen Jung. Am Rande des heutigen Finanzausschusses mit dem Bundesfinanzminister kam raus, dass der Minister den Chef der Financial Intelligence Unit, Herrn Schulte, der seit dem 1. August 2018 im Amt ist, noch nie vorher getroffen hat, also bis heute. Wie kommt das? Also der Minister gibt ja gerade Auskunft im Finanzausschuss und auch da hat er ihn getroffen und auch viele Male davor. Also da kann es sich nur um eine Ente handeln. Da sind Sie sicher? Er trifft gerade mit ihm zusammen, er ist gerade mit ihm zusammen im Ausschuss. Also die Berichte unserer Kollegen sagen, dass Herr Scholz Herrn Schulte heute zum allerersten Mal persönlich getroffen habe. Das ist dann falsch. Sie haben eben gefragt, ob er ihn überhaupt mal gesprochen hat. Er hat ihn immer wieder gesprochen und ich werde versuchen rauszubekommen, wann und wie Sie sich getroffen haben und würde das dann nachreichen. Also mir geht es darum, wann hat Herr Scholz Herrn Schulte vorher persönlich getroffen in den letzten 3 Jahren? Ja, und ich habe es Ihnen ja eben gesagt. So, das war jetzt aber wirklich das Ende. Alles Gute, ciao, auf Wiedersehen.